In diesem Video geht es ums Thema Boilerladung und wie ihr eure Brauchwasserwärmung etwas effizienter gestalten könnt. Gleich noch ein Intro, geht's los! Servus aus meinem Bastelkeller! Ja, das Thema Brauchwasserwärmung bzw. Boilerladung, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das im ersten Moment vorstellt. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich gehe jetzt heute ein bisschen aufs Thema Wärmepumpe ein. Ja, ich habe ja vorher einen Pelletkessel gehabt. Das hat ja der eine oder andere schon mitbekommen, der meine Videos regelmäßig schaut. Und ja, beim Pelletkessel war das Ganze relativ einfach und relativ schnell abgehakt. Das ist extrem ineffizient. Ja? Also wer das nicht glauben mag, dann soll er doch mal bitte einen Wärmemengenzähler einbauen und das Ganze mal ein bisschen beobachten. Das Problem an der ganzen Sache ist beim Pelletkessel, dass eben die Verluste gerade im Sommer extrem hoch sind und ja, die meiste Energie eigentlich so zum Kamin rausgeht. Also bei mir waren das irgendwo von 25 Kilowattstunden, die effektiv verbrannt wurden in Form von Pellets, kamen im Endeffekt ungefähr 7 Kilowattstunden Wärme im Boiler an. Das heißt, die Differenz davon ist Verlust. Ist jetzt ein bisschen viel und ist auch ein bisschen doof. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ja, Regierung teilweise sagt, man soll auf Wärmepumpen gehen, was schon irgendwo teilweise auch berechtigt ist. Ja, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht jetzt ums Thema Boilerladung und zwar die Boilerladung ein bisschen effizienter gestalten. Beziehungsweise fangen wir jetzt erstmal an mit den Verlusten. Welche Verluste haben wir überhaupt? Ja, also grob kann man erstmal sagen, die Verluste setzen sich zusammen einmal aus der Abstrahlung vom Boiler, also aus den Stillstandsverlusten. Das heißt, wenn der Boiler geladen wurde und zum Beispiel jetzt 45 Grad oder so hat, dann strahlt der natürlich gewisse Wärme auch ab. Ja? Je wärmer der Boiler ist, desto mehr strahlt er natürlich auch Wärme ab. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und den Boiler immer auf 60, 65, 70 Grad oder sowas irgendwo auflade, habe ich natürlich mehr Verluste, als wenn ich den Boiler nur auf 40 Grad auflade. Das ist mal der erste Punkt. Der nächste Punkt ist die böse Zirkulation. Ja, das werden manche von euch auch schon wissen. Zirkulation ist ja grundsätzlich erstmal nicht nötig, technisch gesehen. Ja, das bauen wir halt ein, hauptsächlich wegen Komfort, ja, dass das einfach schneller kommt, schneller das warme Wasser kommt. Ist auch bei manchen Häusern wirklich auch berechtigt, gerade wenn die Leitungswege relativ lang sind. Aber es macht keinen Sinn, diese Zirkulation 24 Stunden lang laufen zu lassen. Es macht immer Sinn, eine Pumpe einzubauen, die relativ stark ist, auch für die Zirkulation, und das Ganze dann richtig zu steuern. Zum Beispiel mit Tastern am Waschbecken irgendwo, ob das jetzt mit Funk geht oder ob das gleich von Anfang an richtig geplant wurde. Gibt es verschiedene Systeme, auf die ich aber jetzt in dem Video nicht eingehe, weil es würde den Rahmen sprengen. Ja. Aber man soll wissen, Zirkulation ist doch einiges an Verlust, das man auch irgendwo mitzahlen muss. Ja. Also Komfort kostet einfach Geld. So, was haben wir noch an Verlusten? Ja, einmal die Ladung an sich. Ja, das heißt, wenn ich jetzt eine Wärmepumpe habe und mag mit einer Wärmepumpe den Boiler laden, da gibt es ja die Möglichkeit, ich nehme eine Brauchwasserwärmepumpe, um das Ganze zu laden. Dann gehe ich natürlich mit relativ geringen Leistungen rein. Ja, oder ich gehe mit einer Heizungswärmepumpe rein in den Boiler und meistens hat man ja Heizschlangen drin. Also die normalen so Heizwendeln, Rohre im Prinzip. Und da ist halt immer das Problem, dass man ja nicht ewig warten kann. Ja, wenn ich jetzt eine Heizungswärmepumpe habe, die gleichzeitig dann noch die Boilerladung macht, dann kann ich ja jetzt nicht 3 Stunden lang in aller Ruhe den Boiler laden, sondern das muss schnell gehen. Weil in der Zeit, in der Boiler geladen wird, natürlich die Heizung nicht funktioniert. Das ist immer so ein bisschen ein Problem. Manche bauen dann einen Puffer mit ein, dass die Heizung weiterläuft. Dann hat man wieder einen Pufferverluste, Mischungsverluste. Ja, das ist alles irgendwie nicht so optimal. Besser ist immer, eine eigene Wärmepumpe zu haben. Ja, das ist meine Meinung. Ja, und technisch gesehen, glaube ich, ist es ja gar nicht so verkehrt.
dass man eine eigene Brauchwasserwärmepumpe benutzt. Das heißt, ich habe eine Wärmepumpe für die Heizung und nur für die Heizung und unabhängig davon eine kleinere Wärmepumpe nur für die Brauchwasserwärmung. Jetzt kommt es darauf an, ob ich jetzt eine Brauchwasserwärmepumpe habe, die die Energie aus dem Keller bezieht. Ja, zum Beispiel jetzt bei mir, das ist ein altes Haus, ohne, der Keller ist nicht in der Dämmung mit drin. Das heißt, ein unbeheizter Keller. Und im unbeheizten Keller kann ich ohne Probleme die Energie oder die Luft, die die Wärmepumpe benötigt, aus dem Keller ziehen. Hat den schönen Nebeneffekt, dass der Keller natürlich getrocknet wird. Der Keller ist im Sommer auch schön kühl, bleibt auch kühl. Ich habe keine Probleme mehr mit Schimmel. Und das ist eigentlich im Altbau die ideale Lösung. Wenn ich jetzt aber einen Neubau habe, wo der Keller auch in der Dämmung mit drin ist, also mit Perimeterdämmung und alles Mögliche, dann kann es auch Sinn machen, dass ich eine kleine Wärmepumpe extra dazu baue, die wie so ein kleiner Monoblock draußen auch steht. Ja? Die gibt es auch. Das heißt, ich habe dann draußen ein großes Außengerät für die Heizung und ein kleineres Außengerät nur für die Brauchwasserwärmung. Hat den Vorteil, das ist ein bisschen redundant auch, ist gar nicht so verkehrt. Man kann ja trotzdem noch die große Wärmepumpe mit anschließen, theoretisch zumindest. Das ist ja nur ein Umschaltventil. Und hat dann quasi die Möglichkeit, mit der großen und mit der kleinen Wärmepumpe den Boiler aufzuheizen. Ja, ist vielleicht in manchen Fällen gar nicht so verkehrt. So, Vorteil von der Geschichte ist halt, ich bin unabhängig von der großen Wärmepumpe. Die große Wärmepumpe kann ich kleiner dimensionieren. Hat den riesen Vorteil, dass die weniger taktet, erstens mal, also die Heizungswärmepumpe. Und die Brauchwasserwärmepumpe hat den Vorteil, dass sie effizienter das Ganze laden kann, weil sie einfach mit weniger Leistung reingeht. So, das jetzt mal dazu. Jetzt geht es noch ums Thema, ja, wann ich das lade. Das ist auch ein Punkt, das ist gar nicht ohne. Ich glaube, bei mir ist es ja schon einige Zeit am Laufen. Kurz nachschauen, das läuft bei mir jetzt seit 10.04. läuft bei mir jetzt die Eigenbau-Wärmepumpe, die Brauchwasser-Wärmepumpe. Und ich schreibe da mal ein bisschen mit und plotte das Ganze und ja, versuche das Ganze etwas zu optimieren. Und da bin ich jetzt auf ein paar Sachen gekommen, die doch recht interessant sind, ja, wie ich finde. Es macht einen riesen Unterschied, wann ich das lade. Ja, ich habe ja vorher schon gesagt, der Speicher hat Verluste. Ja, das heißt, es macht zum Beispiel nicht unbedingt Sinn, dass ein Boiler oder ja, ein Boiler abend noch geladen wird, ja, wenn man es nicht unbedingt direkt danach duscht. Heißt jetzt bei mir Folgendes. Ja. Man stelle sich einen Boiler vor, der von oben bis unten mit, sage jetzt mal, 40 Grad geladen wurde. Ja, das ist bei mir jetzt aktuell der Fall, irgendwo so zwischen 40 und 43 Grad. Mehr lade ich den auch nicht. Aber dazu komme ich gleich. Wegen bösen Legionellen und so weiter. Aber das machen wir gleich. Wenn der Boiler jetzt von oben bis unten seine 40 Grad hat, ja, dann hat er über die komplette Höhe natürlich auch Verluste. Bei mir ist es ziemlich genau, bei 40 Grad sind es ziemlich genau 50 Watt, die der abgibt. Ja, also wenn man das dann runterrechnet auf den kompletten Tag, ja, das kriegt man dann irgendwo hin, ja, dann sind es 1,2 Kilowattstunden Wärme, die einfach weg sind. Ja, das ist im Keller dann, ja, im Altbau bzw. bei mir im unbeheizten Keller ist es einfach Verlust. Muss man einfach mal so sagen. So, 1,2 Kilowattstunden. Diese 1,2 Kilowattstunden sind aber jetzt nicht alles. Ja, ich habe dann die Rohre noch, ja, wo ein Teil noch verloren geht. Und bei mir zum Beispiel macht es einen relativ großen Unterschied, wann ich den lade. Ich habe am Anfang den Boiler zweimal täglich geladen. Ja, also immer am Morgen und am Abend. War jetzt nicht so cool. Jetzt habe ich das so gemacht, ich lade einmal am Tag etwas höher, also 1 Grad höher, das reicht jetzt, und lade den auf 43 Grad. So.
Da fange ich an um 10 Uhr, 10 bis 11 Uhr circa. Und dann läuft die Wärmepumpe 3 bis 4 Stunden durch. Dann ist der Boiler warm. Ja, dann ist der komplett durchgeladen, schaltet dann ab. So. Ich arbeite meistens bis um 15 Uhr. Meine Frau arbeitet auch irgendwo eher Vormittag. Das heißt, wir duschen irgendwo am Nachmittag. Das heißt, der Boiler ist kurz nach Mittag oder am Nachmittag maximal gefüllt und direkt danach wird geduscht. Das heißt, da wird das meiste von dem Boiler, also die Hälfte ungefähr oder so, kommt dann schon wieder raus, ja, durchs Duschen. Meine Kinder duschen dann auch, ja, am Abend meistens noch. Meine Eltern duschen auch irgendwo am Abend. Das heißt, das schaut dann so aus, dass dann gegen Abend der Boiler, sag ich jetzt mal, zwei Drittel schon wieder geleert ist. So, wenn der jetzt zwei Drittel geleert ist, ja, dann habe ich ja nur noch oben, logischerweise, ein Drittel warmes Wasser drin. Das heißt, die Verluste sind damit schon ungefähr zwei Drittel weniger. Ja? Also die Abstrahlverluste über die Nacht. Entschuldigung. Das heißt, es macht schon einen Unterschied, wann ich das lade. Noch dazu kommt, wenn ich jetzt das zweimal am Tag lade, dann habe ich das Problem, dass das Wasser noch relativ warm ist und der Wirkungsgrad von der Wärmepumpe ist umso besser, je kälter das Wasser ist. Ja? Das heißt, auch meine Arbeitszahl, mein COP, ist besser, wenn ich den Boiler mehr abkühlen lasse und dann in einem Stück das Ganze wieder aufwärme oder ja, erwärme. Das heißt, bei mir ist dann der COP, also die Arbeitszahl quasi vom Boiler, um ca. 0,2 besser, ja, nur durch das, dass ich den einmal am Tag lade. Und ich spare mir dann ungefähr eine halbe Kilowattstunde Strom täglich. Ja, wenn wir sagen, ja, ist ja nicht viel, aber ob ich jetzt 2,5 Kilowattstunden Strom am Tag brauche oder 2,0 Kilowattstunden Strom, macht es dann natürlich schon was aus. Das jetzt mal dazu. Also das ist eigentlich schon mal ein Punkt, wo ich sage, das kann jeder irgendwo für sich selber irgendwo einstellen, da man sagt, okay, man lädt den Boiler einfach zur richtigen Zeit. Also kurz bevor man es braucht, sollte der Boiler maximal warm sein. Ja? Und dann aber auch ausbleiben. Also auch wirklich dann sperren, ja? Weil ich brauche den in der Nacht nicht aufheizen auf 45, 50 Grad, wenn ich die ganze Nacht sowieso nicht brauche. Dann zum Thema Legionellen. Ja, da hat jeder so irgendwo seine eigene Ansicht. Ich habe jetzt seit 10 Jahren, mache ich das ungefähr so, wie ich das jetzt dann sage. Ich habe bis jetzt kein Problem feststellen können. Ich habe die ersten Jahre das immer wieder mal eingeschickt. Also kann man das ja online wegschicken, so eine Wasserprobe, und das kontrollieren lassen. Bis jetzt habe ich mit Legionellen nie irgendein Problem gehabt. Und das erkläre ich jetzt auch, warum ich denke, dass es kein Problem ist. Ich brauche täglich ca. 7 Kilowattstunden Wärme. Ja? 7 Kilowattstunden Wärme, das ist ungefähr zwei Drittel von dem Boiler bei der Temperatur, die ich habe. Das heißt, nach spätestens 1,5 Tagen ist das Wasser definitiv einmal ausgetauscht. Das sind 300 Liter einfach durch. Das heißt, ich habe kein stehendes Wasser oder kein Wasser, das lange steht. Wo sollen dann Legionellen sich bilden? Ja, ist jetzt meine Meinung. Der Boiler wird aufgeladen, natürlich auf seine 43 Grad. Das ist natürlich die Brutstätte für solche lustigen Legionellen, theoretisch zumindest. Jetzt ist er aber dann, wenn er aufgeladen ist, auf die 43 Grad, innerhalb von ein paar Stunden sofort wieder 50% wieder entladen. Dann habe ich unten ja schon wieder kaltes Wasser. Das heißt, ich habe da 10, 15 Grad irgendwo unten drin und da passiert mit den Legionellen auch wieder nichts. Also habe ich über die Nacht, wo das einfach längere Zeit steht, über die Hälfte vom Boiler schon wieder kaltes Wasser unten. Da kann auch nichts passieren. Und dass dann oben das bisschen sich Legionellen wieder vermehren und so weiter, das ist dann auch ein bisschen unwahrscheinlich. Wie gesagt, ich habe das jetzt seit 10 Jahren so, habe das mehrmals eingeschickt und es passiert gar nichts. So. Schöner Nebeneffekt ist nur, durch die niedrigen Temperaturen, der Wärmetauscher bleibt sauber,
Ja, ich habe das mal aufgehabt erst vor kurzem, wo ich die Wärmepumpe eingebaut habe. Die Spiralen innen drin von dem Wärmetauscher schauen aus wie neu, also da ist keine Ablagerung von wegen Kalk oder so. Ich habe das ja bei meiner Pelletheizung schon begrenzt auf 50 Grad, ja, dass da nichts passieren kann wegen Kalk. Und meine persönliche Meinung zum Thema Legionellen ist ja, wenn ich jetzt Kalk habe, der sich dann überall innen drin anlagert durch die hohe Temperatur, habe ich ja eine große Oberfläche durch den Kalk. Kalk ist ja richtig schönes poröses Material, ja. Das heißt, wenn sich jetzt da Legionellen oder irgendwelche Bakterien oder sonst irgendwas da drin vermehren wollen, ja, dann ist das meiner Meinung nach in einer großen Oberfläche eher wahrscheinlich, als wie wenn ich ein glattes Stahlrohr habe. Ja, also ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Ich habe bis jetzt keine Probleme mit dem Ganzen gehabt. Jo, so schaut es aktuell aus. Wie gesagt, macht euch mal Gedanken über das ganze Thema mit Boilerladung, wann ihr denn duschen wollt. Das muss man sich jetzt einmal überlegen. Das ist nicht unbedingt eine Komforteinbuße, wenn ich das ein bisschen plane, beziehungsweise mir überlege, wann ich denn das Ganze laden soll. Bei mir ist das komplett gesperrt in der Nacht. Das heißt, bei mir ist nur freigegeben von aktuell, glaube ich, 10:30 Uhr bis um 17 Uhr. Und danach und davor läuft die Wärmepumpe gar nicht. Ja, das heißt, am Abend, wenn alle geduscht haben, ist das Wasser schön kühl unten. Oben hat es immer noch seine 40 Grad, logischerweise, weil es schichtet ja relativ gut, wenn unten kaltes Wasser nachströmt. Und am nächsten Tag ist es so weit abgekühlt, dass die Brauchwasserwärmepumpe mit einem sehr guten COP das kalte Wasser, das richtig kalte Wasser unten wieder sauber erwärmen kann. Ja, so schaut es aktuell aus. Ungefähr 20% Effizienz konnte ich damit nochmal steigern. Und 20% haben oder nicht haben, ja, ist immer so ein Thema. Und wie gesagt, ungefähr 2 Kilowattstunden circa pro Tag für 7 Personen finde ich jetzt echt okay. Genaue Zahlen kommen aber dann Ende Mai wieder. Ich werde diesmal wieder eine, ja, ein bisschen eine Übersicht machen, was wir an PV erzeugt haben, was wir an Strom braucht haben für die Wärmepumpe. Ich habe ja einen Wärmemengenzähler drin. Ich habe einen Stromzähler extra noch mit drin für die Brauchwasserwärmepumpe. Nicht wie manch andere hier in YouTube, die dann irgendwas von ihrer Fissmann oder keine Ahnung was Wärmepumpe ablesen, das dann irgendwie errechnet worden ist und ohne die ganzen Stillstands Stromverbräuche, die dann irgendwie ignoriert werden. Ich mache Fakten. Das heißt, wenn es scheiße ist, dann ist es halt so und wenn es gut ist, dann ist es halt auch so. Fakt ist, vor meiner Brauchwasserwärmepumpe, vor der Steuerung hängt ein Zähler. Ja, und zwischen Brauchwasserwärmepumpe und Boiler hängt ein Wärmemengenzähler. Alles andere ist meiner Ansicht nach totaler Blödsinn. Das heißt, auch der Lüfter für die Brauchwasserwärmepumpe, auch die Pumpe für die Brauchwasserwärmepumpe, die ganze Steuerung und alles hängt natürlich mit am Zähler. Alles andere ist einfach Keks, ja, und auch nicht so ganz wirklich sinnvoll. Und ansonsten würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt: Servus aus meinem Bastelkeller. Macht's es gut. Ciao, ciao.